Bienvenue, herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, zu unserem heutigen Live-Webinar Fit to Export Frankreich. Wenn es um den französischen Markt geht, hören wir immer wieder gewisse Vorbehalte bei den Unternehmen heraus, was die Kultur betrifft und die Sprache. Es scheint, als würde der Markteintritt in Frankreich etwas schwieriger sein als in manch anderem europäischen Land. Und genau aus diesem Grund haben wir Frankreich für unseren zweijährigen Schwerpunkt für 2021/22 ausgewählt. Mein Name ist Karin Hölbling. Ich bin im ICS zuständig für EU-Projekte und das Enterprise Europe Network. Und gemeinsam mit meiner Kollegin Christina Rupp, die Sie später noch kennenlernen werden, bearbeite ich aktuell das Projekt GOMED, das finanziert wird aus Interreg Slowenien Österreich und mit dem wir Ihnen diesen Frankreich-Schwerpunkt zur Verfügung stellen können. Für den Fall, dass Sie sich im Lauf der Veranstaltung noch fragen sollten, warum wir zu zweit vor der Kamera stehen, wir sind frisch getestet. Für den heutigen Einstiegsworkshop haben wir uns drei Dinge vorgenommen. Wir möchten erstens Ihnen den französischen Markt schmackhaft machen. Zweitens Ihnen unsere Serviceleistungen vorstellen, die wir in diesem Bereich anbieten. Und drittens Ihnen noch erklären, was Sie tun müssen, um aufgenommen zu werden in unser Pilotprogramm. Denn 12 steirische Firmen werden die Möglichkeit bekommen, an diesem Pilotprogramm Fit to Export Frankreich teilzunehmen. Voraussetzung hierfür ist nicht sehr schlimm. Das heißt, Sie müssen eine Einstiegsberatung machen und im Anschluss eine Interessensbekundung ausfüllen, in der Sie sich für das Projekt committen und sagen, welche Services Sie konkret in Anspruch nehmen möchten. Ich habe Ihnen ja versprochen, Ihnen heute Lust auf den französischen Markt zu machen. Und wer könnte das besser als zwei Experten, die direkt vor Ort sind? Dies sind heute Frau Myriam Debes von der französischen Beratungsfirma Villa France und Herr Christian Schierer, Wirtschaftsdelegierter der österreichischen Außenwirtschaftsorganisation in Paris. Wir lassen heute der Dame den Vortritt. Einen schönen guten Morgen nach Lyon, Frau Debes. Ich darf Sie bitten, sich dazu zu schalten. Frau Debes, ich sage Ihnen noch ein paar Dinge zu Frau Debes. Sie ist, guten Morgen Frau Debes, jetzt können wir Sie sehen. Sie sind nun schon seit 10 Jahren auf die Interessensvertretung deutschsprachiger Firmen in Frankreich spezialisiert. Und Sie leiten den Schwerpunkt, die Niederlassung von Villa France in Lyon. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen ein wenig mitteilen könnten, die Sie gemacht haben in dieser Zeit und vor allem uns erklären könnten, welche Chancen denn aktuell für österreichische Firmen am französischen Markt bestehen. Bitte schön, Frau Debes. Dankeschön und nochmal bonjour und bienvenue. Vielen Dank für die Einladung zu diesem heutigen Webinar zu dem Thema Entwicklungschancen auf dem französischen Markt. Zur Tagesordnung heute, ich werde Ihnen sehr kurz die Villa France Gruppe vorstellen und dann gehen wir schon ins Thema rein. Innerhalb von 30 Minuten werde ich versuchen, Ihnen zu beraten, wie Sie Ihren Marktzugang und Ihre Präsenz in Frankreich optimieren können. Das heißt, folgende Themen werden wir ansprechen. Welches Potenzial birgt Frankreich für Ihr Unternehmen, die verschiedene Formen des Vertriebsaufbau und Business-Stile in Frankreich, das heißt Verhandlung und Projektmanagement. Jetzt komme ich gleich weiter. Also ein paar Wörter zu meiner Person und die Villa France Gruppe, die von Dominique Chapin und Christoph Kühl gegründet wurde. Ich bin, wie gesagt, seit 2015 die Standortleiterin der Villa France in Frankreich und für die gesamte Vertriebsberatung und Entwicklung wie beispielsweise Marktstudien, Kunden, Partnersuche, Akquise sowie externes Wachstum zuständig. Die Villa France ist das deutsch-französische Wirtschaftszentrum, das seit über 20 Jahren Unternehmen und auch öffentlichen Institutionen auf dem deutsch- und französischen Markt berät und begleitet. Das tun wir in 4 Standorten, in Köln, in München und in Frankreich, in Lyon und in Paris.
An diese vier Standorten arbeiten ungefähr 100 bikulturellen Experten, die maßgeschneiderte Dienstleistungen anbieten, egal wie sie gerade, wo sie gerade stehen auf ihrem Vertrieb, ob sie ganz am Anfang sind oder ob sie schon etabliert sind, können wir ihnen da einige Begleitung anbieten. Jetzt gehen wir schon ins Thema rein Marktzugang und Optimierung Ihrer Präsenz. Zuerst wollte ich Ihnen ein paar wirtschaftliche Indikatoren zeigen. Ich werde nicht die österreichischen Daten vorstellen, die Sie sicherlich besser als ich kennen, aber die von Frankreich. Frankreich, wie Sie bestimmt schon wissen, ist der wichtigste Wirtschaftspartner Österreich mit rund 65 Millionen Einwohnern. Wenn man an Frankreich denkt, denkt man zuerst an seine Innovationsstärke, seine Wettbewerbsfähigkeit, die relative stabile wirtschaftliche Lage, seine moderne Infrastruktur und so weiter. Das alles macht von Frankreich ein sehr attraktiver Standort für österreichische Unternehmen. Aber die Arbeitslosigkeitsquote liegt immer noch hoch. Es gibt ein Handelsbilanzdefizit und eine abnehmende Industrialisierungsrate. Die Leute, die gut mit Zahlen umgehen können, denken vielleicht, ja, Frankreich ist gerade nicht in einer sehr positiven Lage. Aber es ist sehr interessant, wenn man die Wachstumsquote anschaut. Die Wachstumsquote in 2019 in Frankreich liegt bei 1,3%. Im Vergleich in Österreich war es von 1,4% und Deutschland war von auf 0,5%. Die Zahlen in 2020 sind leider nicht so gut aufgrund der aktuellen Situation. Das Bruttoinlandsprodukt ist von 8,3% gesunken. Man hat solche Zahlen seit die Subprime-Krise in 2009 nicht mehr gesehen und damals war es ein Rückgang von nur von 2,9%. Österreichische Firmen in Frankreich. Der französische Markt, wie schon gesagt, ist ein der wichtigsten Märkte in Europa für österreichische Unternehmen und von großem Interesse für die Firmen. Mit einem Zuwachs von 4,3% in 2019 war Frankreich der fünfte wichtigste Exportmarkt Österreich weltweit und ich glaube dritte wichtigste Markt in der EU hinter Deutschland und Italien. Die österreichischen Exporte nach Frankreich basieren sich auf allen Warengruppen. Ich werde Ihnen danach vier Sektoren vorstellen mit hohem Potenzial. Es heißt nicht, dass Sie dann in anderen Bereichen kein Potenzial haben. Im Gegenteil, aber ich musste leider vier auswählen und gerne kann ich danach anderen Fragen darüber beantworten. Das sind rund 457 Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankreich. Es heißt, mehr als 19.900 Mitarbeiter sind beschäftigt. Und die Tendenz ist steigend. Frankreich wird immer attraktiver. Wenn man die geografische Lage von diese Standorten und generell in Frankreich anschaut, man denkt vielleicht zuerst an Paris, das Zentrum der französischen Wirtschaft, aber man muss auch an anderen Standorten denken, wie zum Beispiel Lyon, der eine solide Industrie anbietet. Hauptsache, wenn Sie einen Standort suchen in Frankreich, Sie sind an Ihren Kunden und Partnern nah. Coronavirus-Situation in Frankreich. Am 3. September 2020 veröffentlichte die französische Regierung einen zusätzlichen Soforthilfmaßnahmen-Konjunkturprogramm, wo heißt France Relance, im Wert von 100 Milliarden Euro. Das Ziel ist bereits in 2022 das wirtschaftliche Niveau von Ende 2019 zurückzukehren. Dieses Konjunkturprogramm wurde seit Januar ein bisschen verstärkt und gehört zu einem gesamten Krisenprogramm mit den 470 Milliarden Euro, die schon seit der Krise in März 2020 eingeführt wurde.
Geschäftschancen für österreichische Unternehmen. Frankreich ist wirklich ein Unternehmen lang. Frankreich ist das Land in Europa, für die meisten Unternehmen gegründet werden. Ich werde Ihnen danach die verschiedenen Phasen und Entwicklungsphasen vorstellen. Aber wenn man eine Niederlassung in Frankreich plant, braucht man ungefähr 4 Monate, bis man diese Gründung gemacht hat. Ich wollte Ihnen auch noch ein Beispiel vorstellen mit die Station F. Station F liegt in Paris, ist der weltgrößte Inkubator für junge Unternehmen und soll mit rund 3000 jungen Unternehmen von 1000 Startups aus mehr als 50 Ländern das Inkubator werden für Startups. Startups können sich für 33 verschiedene Inkubatorenprogramme bewerben, die von der Station F oder von größeren Unternehmen wie Facebook oder Frankreich Online-Händler Van Privé genannt werden. Frankreich ist auch ein innovationsfreundliches Unternehmen. Das sage ich nicht, aber das sagt das Bloomberg-Institut mit seinem Innovation Index. Frankreich ist auf Platz 10 rangiert und besonders stark für innovative Hightech-Unternehmen. Branchen, in denen am meisten investiert werden, sind Automobilindustrie, Luftraumfahrzeug. Luftraumfahrzeugindustrie finden Sie sehr viel in der Gegend von Toulouse, aber auch Oyonnax, also ein bisschen nördlicher von Lyon, wo Sie am meisten Plastik-Kunststoffindustrie haben für die Luftraumfahrtindustrie. Pharmaindustrie, Medizin, kommt auch Industrie und Technik, Datenverarbeitung und Informationsdienstleistung und Umwelttechnologie. Jetzt wollte ich Ihnen ein paar Wirtschaftssektoren vorstellen. Es sind 4 Beispiele, wie schon gesagt. Es gibt andere Bereiche, wie zum Beispiel Digital, Retail, Möbelindustrie, wo auch sehr hohe Chancen für österreichische Unternehmen anbieten. Zuerst Pharmaindustrie und Medizin. Frankreich ist das zweite größte Markt in Europa für Medizinprodukte hinter Deutschland. Was sehr wichtig ist, in Frankreich haben Sie, wie in viele europäische Länder, eine Älterung von der Bevölkerung. Es heißt, es gibt dann vielen Bereiche, wie zum Beispiel Silver Economy mit hoher Kaufkraft, wo es stark investiert wird. Und viele Firmen planen da auch Erweiterungen in diesem Markt und brauchen da Unterstützung. Wenn Sie im Pharmaindustrie- und Medizinindustriebereich sind, da haben Sie wirklich viel Chancen. E-Health ist auch ein großes Thema in Frankreich. E-Health, M-Health, die ein bisschen zusammenhängen, aber ein bisschen unterschiedlich auch sind. Technisch und Industrie und technisch. Die Industrie spielt eine Schlüsselrolle in Frankreich im Wirtschaftszentrum. Da haben Sie ungefähr 235.000 Industrieunternehmen in Frankreich und die investieren relativ viel in der Weiterentwicklung. Industrie geht vom Smart Farming bis zur neue Roboter in die Industrie und die klassische mittelständigen Unternehmen in Frankreich, die da relativ auch viel investieren. Man muss im Industrie- und technischen Bereich haben sie in Frankreich sehr, sehr viele kleine Unternehmen. Ein großen Drittel davon sind dann auch KMUs und da haben sie dann ein paar kleine, sehr größere Gruppe. Also wirklich Zielgruppe sind dann KMU in Frankreich, die sehr viel da investieren. Lebensmittel und Einzelhandel. Die Nahrungsmittelindustrie ist Frankreich führenden Sektor, sowie das vom Umsatz und von Mitarbeiterzahl betrifft. Zu den führenden Unternehmen im französischen Lebensmittelhandel gehören Carrefour, Leclerc oder Intermarché, die ich glaube auch im Ausland sehr berühmt sind. Die Marktanteile zwischen den einzelnen Handelskonzernen sind jedoch relativ gleich verteilt.
gleich vier Akteuren liegen bei einem Anteil zwischen 10 bis 20%. In Frankreich, wie schon gesagt, haben sie diese Älterung der Bevölkerung. Da haben sie auch einen höheren Anteil an Single-Haushalten und städtliche Bevölkerung. Das heißt, Verbraucher sind dann auf der Suche nachhaltige Produkte, das heißt Bioregionalität, vegetarische und vegan Produkte, Diätkost und To-Go-Drive-Convenience. Es bedeutet, man denkt immer, ein stärkerer Anstieg der gesundheitliches Bedenken, weniger aber gesundere Lebensmittel. Und als Konsequenz für Firmen heißt es eine große Konzentration von Großsupermärkten, Discounter, die sich in einer Marktposition befinden und dann die Möglichkeit für anderen Firmen im Foodservice zu arbeiten. Foodservice haben sie sehr viele Marktchancen und auch kleinere Geschäfte, Epicerie und Einzelhandel. Im Agrarindustriebereich, das ist nicht so weit weg von was Sie da in Österreich kennen, da haben Sie einen Wachstumimpuls durch autonome Landmaschinen, ist da auch erwartet, besonders im Gartenwirtschaft, Forstwirtschaft, Ausbau und Schweinezucht. Die haben die finanzielle Möglichkeit, mehr zu investieren und werden in die Entwicklung von Robotern und autonomen Maschinen investieren. Es ist Teil der Digitalisierungstrend Smart Farming. Es gibt halt auch Restriktionen für Pestiziden und es treibt wirklich Innovation voran und auch Bio, das haben wir schon auch gesagt, der Hauptgrund für die positive Entwicklung ist ein gestiegenes Interesse für eine bessere Gesundheit und auch eine nachhaltige Landwirtschaft. Maschinen in diesem Bereich haben, wie gesagt, ein hohes Potenzial in Frankreich. Jetzt kommen wir schon auf den zweiten Teil, die verschiedene Formen des Vertriebsaufbau in Frankreich. Wenn man seinen Bereich verstanden hat und vor dem Eintritt in den französischen Markt, schlage ich immer vor, treten Sie einen Schritt zurück, um sich die richtigen Fragen stellen. Verfügt mein Unternehmen über die notwendigen Ressourcen für den Export? Haben wir die interne Kapazität, um die Nachfrage zu decken? Hat mein Produkt Marktpotenzial? Ist mein Produkt innovativ oder differenzierend? Da müssen Sie immer denken, Frankreich, da haben Sie viele Wettbewerber auf dem Markt. Da müssen Sie sich fragen, warum kaufe ich den Produkt von einem österreichischen Unternehmen und nicht von einer Firma in Frankreich? Und diese Differenziation aufzubauen. Diese Differenziation kann man ganz gut mit dem Produkt aufbauen, es kann mit Marketing kommen, ganz egal, aber da müssen Sie die gesamte Strategie mit diesem Hintergrund immer im Blick haben, ist mein Produkt innovativ oder differenzierend? Eine andere Sache ist, das sagen wir immer intern bei der Welle France, da haben wir so ein Spruchwort, if I'm selling something, I speak English, but if I'm buying something, dann müssen Sie Französisch sprechen. Wirklich sehr wichtig, wenn Sie Kundenakquise, Partnerakquise machen, das müssen Sie immer auf Französisch machen, da haben Sie eine bessere Resonanz vom Markt. Die Empfehlung ist wirklich eine erste Marktstudie zu machen. Es hilft, Ihr Marktpotenzial zu einschätzen, Ihr Angebot an den neuen Kundenstruktur zu anpassen, kaufmännische Prioritäten zu definieren und sich möglicherweise im Hinblick an den Wettbewerber zu positionieren. Diese Marktstudie, meine Empfehlung ist wirklich Austausch mit Experten vorsetzen. Das ist wirklich sehr wichtig. Wenn Experten sollen Sie so ungefähr 20 bis 40 finden, es kann Verbände, Händler, Käufer, Verbraucher, ganz egal, aber da haben Sie wirklich eine gute Erfahrung, was denkt meinen Kunden, was denkt mein Partner von meinem Produkt und da können Sie die gesamte Strategie danach anpassen. Teilnahme an Veranstaltungen sind sehr wichtig. 2020 gab es leider keinen, 2021 weiß ich auch nicht, ob wir da Veranstaltungen in Frankreich
haben. Ich bin fast sicher, im ersten Semester werden wir fast keine haben. Aber wenn Sie dann an Veranstaltungen, Messen teilnehmen können, es ist immer interessant, da können Sie die Markttendenzen auch beobachten. Und jetzt, wie viel Zeit muss ich beim Start eines Frankreich-Geschäfts einplanen? Österreichische Produkte genießen aufgrund ihrer hohen Qualität und Zuverlässigkeit einen sehr guten Ruf auf dem französischen Markt. Eine Präsenz in Frankreich sollte aber unbedingt langfristig geplant werden. Der Prozess kann dabei grundsätzlich in drei Phasen gegliedert werden. Da haben Sie zuerst die Anfangsphase, dauert ungefähr von 1 bis 2 Jahre. Es ist ein Zeitfenster, wo Sie Ihrem Handelsvertreter, Mitarbeiter die Zeit geben, den Markt zu verstehen und die ersten Kontakte aufzubauen. Ihre Markteinschätzung zu beschätzen, am Messen teilzunehmen, wenn es möglich ist, Kaltakquise und so weiter. In dieser Phase ist es darüber hinaus wichtig, sowohl Zeit als auch Geld zu investieren. Danach kommt die Transformationsphase, 2 und 3 Jahre ungefähr. Nach 1 bis 2 Jahren werden Sie die ersten positiven Rückmeldungen vom Markt erhalten. Dann bei dieser Transformationsphase gilt es, schnell und professionell zu reagieren. Müssen Sie auch im Voraus machen, aber auf dem Markt bleiben. Und da brauchen Sie oft ein Backoffice auf Französisch. Backoffice kann direkt vor Ort sein in Frankreich oder auch in Deutschland, in Österreich, ganz egal. Dann kommt die Konsolidierungsphase, 5 bis 10 Jahre. Ich muss ehrlich sagen, ich begleite jetzt seit 10 Jahren Firmen. Ich sehe viel zu viele Firmen, die nach der Transformationsphase die Marktbearbeitung aufhören und gehen zurück nach Österreich. Wirklich, man muss langfristig das alles planen und mit die Konsolidierungsphase auch einplanen. Da müssen Sie immer up to date sein und eine sehr professionelle Reaktion ist enorm wichtig. Es heißt, in Frankreich ist die Akquise von Partner und Kunden vielleicht ein bisschen länger als in anderen europäischen Ländern, wenn ich vergleiche mit Italien oder Spanien. Aber da haben Sie ja eine hohe Referenzquote und auch dann hohe Zufriedenheit von Ihren Kunden, normalerweise, wenn Sie den richtigen Prozess auch aufgebaut haben. Das heißt, dann müssen Sie das alles im Voraus einplanen und wenn Sie dann die ersten Aufträge haben, die gesamte Logistik und Lieferung aufbauen. Da müssen Sie eine sehr gute Kommunikation als aus Verständnis für die interkulturellen Unterschiede auf jede Phase haben. Die verschiedene Form des Vertriebsaufbau, die Wahl der jeweiligen Strukturen hängt immer davon ab, wie Sie Ihren Markteintritt betreiben möchten und wie Sie gegenüber Ihren französischen Geschäftspartnerkunden in Erscheinung treten möchten. In der Praxis erfolgt häufig ein stufenweiser Eintritt auf den französischen Markt. Da können Sie direkt aus Österreich arbeiten. Da haben Sie ein Mitarbeiter geht regelmäßig nach Frankreich, besichtigt die Kunden und so weiter. Hat aber seine Grenzen. Er kann nicht jede Woche in Frankreich sein. Wenn Sie einen hohen Umsatz in Frankreich haben, dann brauchen Sie dann eine Präsenz. Anfang an können Sie die sogenannte virtuelle Präsenz haben. Eine Präsenz, ob die mit einem Mitarbeiter in Frankreich ist, ob die virtuell ist, ganz egal, hat wirklich einen Einfluss auf den wirtschaftlichen Erfolg. Schon eine französische Adresse oder Telefonnummer gibt den französischen Kunden dagegen die Sicherheit, mit einem Ansprechpartner in seiner Muttersprache zu kommunizieren. Wenn Sie eine Telefonnummer in Frankreich haben mit einer Weiterleitung in Österreich, ist schon besser, wenn Sie diese Weiterleitung haben, wenn jemand dann am Telefon hingeht, der auch Französisch spricht, aber kann auch Englisch sein, werde nicht mein Vorschlag, aber kann auch sein. Da haben Sie eine sehr flexible und eine kostengünstige Lösung.
Wir bieten solche Lösungen in Paris auch an. In jede große Stadt haben sie Business Center, wo das auch anbieten, die das auch anbieten. Ich glaube, ab 90 Euro haben sie schon die erste Lösung. Sehr wichtig ist, dass die Franzosen, die arbeiten gerne mit lokalen Partnern zusammen, die dann schaffen sie keine unnötige Barriere und zeigen sie lokale Kontaktdaten. Das signalisiert den französischen Kunden ihren Wunsch, langfristig und näher zu kommen. Dann haben wir den Vertrieb durch Handelsvertreter und Händler. Ihr Händler oder Handelsvertreter betreibt vor Ort aktive Kundenakquise. Diese ermöglicht ihren Unternehmen eine relativ flexible und kostengünstige Variante der Präsenz in Frankreich. Ein Handelsvertreter oder Distributor, also allgemein Partner, ist in der Regel ein Expert auf seinem Gebiet und ist und verfügt über einen bestehenden Kundenkreis. So können Sie relativ schnell Zugang auf den Markt verschaffen, gleichzeitig Marketingaktionen durchführen und bei der Vertretung technischer Erzeugnisse auch Wartungen, Reparaturen, Ersatzteile, Diensten übernehmen. Mit Vertriebsmethoden erhalten Sie außerdem wesentlich weniger Einblick auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden vor Ort, da Ihnen ein Partner nicht dieselbe Qualität an Informationen weitergeben wird, wie dies bei einem internen Vertriebsmitarbeiter der Fall wäre. Strategische Entscheidungen für die weitere Entwicklung des französischen Markts lassen Sie daher schwieriger treffen und Sie begegnen sich in einer Form der informativen Abhängigkeit gegenüber Ihren Partnern im Ausland. Gute Partner sind mitunter nicht einfach zu finden. Die besten sind selten aktiv auf der Suche nach einem Lieferanten, nach einem neuen Partner, auch besonders im Ausland. Sie können zudem versuchen, selbst auf die Suche nach geeigneten Vertretern zu gehen. Beispielsweise können Sie Handelsvertreter von Firmen ansprechen, die ein komplementäres Produkt haben, oder Partner von Wettbewerber ist auch möglich. Ich würde die erste Lösung im Vordergrund setzen, also komplementäres Produkt ist immer besser. Da haben Sie verschiedene Verbände in Frankreich, die Ihnen da unterstützen können, wo Sie auch eine kostenlose Anzeige veröffentlichen können. Aber LinkedIn kann Ihnen auch sehr hilfreich dafür sein. Ein wesentliches effizientere und unkomplizierte Lösung für mich ist die Einstellung ein deutsch-französisches Mitarbeiter. Allerdings gibt es auch hier Vor- und Nachteile, die man da im Voraus beobachten muss. Die Rekrutierung eines Exportmanagers für den französischen Markt bedeutet auch ein hohes Investition. Man sagt durchschnittlich lehrjährlich muss man etwas von 100.000 Euro einplanen und ist es halt auch mit einem sehr hohen Zeitaufwand gebunden. Großen Vorteil, Sie können jemanden in Frankreich einstellen ohne die Gründung einer Niederlassung. Da haben Sie einen Arbeitsvertrag zwischen die Muttergesellschaft in Österreich und der Mitarbeiter in Frankreich. Funktioniert ganz einfach, aber da müssen Sie aufpassen. Es ist eine Repräsentation von der Firma in Frankreich, da ihren Mitarbeiter kann keine Verträge direkt in Frankreich unterschreiben. Das alles muss aus Österreich gemacht sein. Qualifizierte Mitarbeiter sind allerdings Mangelware. Die geeigneten Kandidaten sind nicht ganz einfach zu finden. Wenn Sie suchen jemanden mit französischen Kenntnissen, Deutschkenntnissen und wenn er dann auch ein Netzwerk hat und auch wenn er technische Hintergrund auch mitbringen soll. Wichtig ist, wie bei Partnern, gute Mitarbeiter sind oft nicht auf der Suche nach einer neuen Stelle. Viel muss dann durch einen Headhunter laufen. Sehr wichtig auch, wenn Sie dann einen Deutscher einstellen, denken Sie, dass er nicht nur französische Kenntnisse
hat, aber zudem muss er auch der französischen Arbeitskultur kennen und das alles verstehen, weil Verhandlungen sind ganz anders zwischen Österreich und Frankreich und da es ist ein Schlüsselpunkt für den Erfolg auf dem französischen Markt. Durchschnittlich Gehalt liegt für einen Vertriebsmitarbeiter in Frankreich bei 54.000 Euro brutto. Kommt drauf an, wirklich in welche Branche Sie da auch arbeiten, ob Sie dann jemand in Paris einstellen oder nicht, ist wirklich sehr wichtig, das alles zu beobachten. Dann kommt die Gründung einer Tochtergesellschaft. Eine Tochtergesellschaft setzt auf dem französischen Markt das klares Zeichen, einen starken Präsenz. Die Varianten einer Unternehmensübernahme oder Joint Venture gibt es auch. In der Regel, ich habe es, glaube schon gesagt, wenn Sie eine Niederlassung in Frankreich planen, brauchen Sie ungefähr 4 Monate, bis Sie die gesamten Etappen gemacht haben. Was immer am längsten braucht, ist die Bankkontoeröffnung. Wenn Sie, ich weiß nicht, mit welcher Bank Sie da in Österreich arbeiten, fragen Sie Ihre Bank, ob sie da einen Partner in, eine Bankpartner in Frankreich hat. Das erleichtert vielleicht das alles sehr viel. Ich weiß, dass das CIC in Elsass auch deutschsprachige Mitarbeiter haben, die sind gut aufgestellt und können Ihnen auch bestimmt dabei auch unterstützen. Bei M&A-Projekten, da haben Sie ein schnelles Wachstum. Sie erhalten auch die Kundenstruktur von diese Firma in Frankreich. Wichtig ist zu beobachten, dass gut 60% der Unternehmen sehen zwischen die individuelle Unterschiede zwischen Frankreich und Österreich als Spannungsquelle bei einem M&A-Projekt. Also das muss man halt im Voraus immer planen. Jetzt kommen wir auf das Business-Stil in Frankreich, Verhandlungen und Projektmanagement. Wir haben uns schon gesagt, Österreich und Frankreich so nah beisammen und doch so fern, die österreichischen und französischen Unterschieden spielen im täglichen Untergang mit Partnerkunden und auch Mitarbeitern eine Rolle, eine sehr wichtige Rolle, die man keinesfalls ignorieren sollte. Ich wollte Ihnen hier zwei sehr wichtige Beispiele vorstellen. Grundsätzlich haben Franzosen eher Vertrauen in Menschen sowie in gegebenen Kompetenzen. Daher neigen sie dazu, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sie sympathisch finden. Einige vertrauensvolle Basis schaffen sie von allem durch sie ihrem Geschäftspartner nicht nur ihre Fachkenntnisse, sondern auch ihre gesamte Persönlichkeit zeigen. Ein regelmäßiger Smalltalk bietet daher nicht nur eine sehr gute Möglichkeit, neue Geschäftskontakte in Frankreich zu knüpfen, sondern auch die Geschäftspartner persönlich kennenzulernen. Ich kenne einen Vertriebsmitarbeiter von einer österreichischen Firma. Er hat sich so eine Excel-Tabelle aufgebaut, wo er ganz verschiedene persönlichen Daten über seinen Mandanten einträgt. Herr TTT hatte Ferien mit seiner Frau am Strand verbracht, ganz egal was. Aber dass er dann am nächsten Gespräch so einen kleinen Smalltalk als Einleitung machen kann und eine persönliche Beziehung aufbauen. Dieses Netzwerk, dieses Kernadresse ist wirklich an einer Person gebunden, eher als an ein Unternehmen. Sehr wichtig ist, auch wenn Sie beim Markteintritt in Frankreich sind, setzen Sie Ihre Referenzen. Es ist immer wichtig zu zeigen, ja, okay, ich bin eine österreichische Firma, habe aber internationalen Referenzen, kann auf meine Internetseite zeigen. Auch wenn Sie Anfang an keine Referenzen haben, vielleicht können Sie eine oder zwei Kunden, Partner finden, wo Sie einen kostenlosen Angebot machen, dass Sie da virtuelle und künstliche Referenz aufbauen. Das nutzt wirklich bei dieser gesamten Marktentwicklung.
Kommunikation. Franzosen haben im Allgemeinen einen indirekten Kommunikationsstil. Informelle Gespräche sowie subtile Hinweise haben daher durchaus große Bedeutung und spielen eine große Rolle. Je nach Kontext eine wirklich entscheidende Rolle, wie gesagt. Und wenn man auch eine Entscheidung getroffen hat, ist es möglich, das alles nachträglich anzupassen und die Projekte immer im Folgen vom Kontext anpassen. Zeitmanagement ist auch ein bisschen anders und man Gegenteil wie als im Vergleich als an Österreich bleibt man ein bisschen länger im Büro und so weiter, also das alles im Voraus planen. Eine Sache ist auch das Mittagessen. Normalerweise lädt man seinen Kunden, seinen Partner zum Mittagessen ein und dann nimmt man sich wirklich Zeit, auch seine Mitarbeiter, und da erfährt man sehr viele für die Kundenakquise. Zuletzt wollte ich Ihnen die 8 Schlüssel zum Erfolg auf dem französischen Markt vorstellen. Meiner Seite zuerst stellen Sie jemand ein, der fließend Französisch spricht, nicht nur fließend Französisch, aber auch, dass Sie Kultur kennt und versteht. Positionieren Sie sich klar, glaubwürdig und nachhaltig. Legen Sie Wert auf Ihre Übersetzung lassen Sie immer mit von Fachmann Korrekturen lesen. Jeder Bereich hat seinen eigenen Fachjargon. Seien Sie reaktionsfähig. Kümmern Sie sich um Ihren Marktpräsenz und pflegen Sie Ihren Adressenbuch, Ihr Netzwerk, wie gesagt. Berücksichtigen Sie den Feedback von Ihren Vertriebspartner oder Partner. Lassen Sie Ihre Angebote an den neuen Markt anpassen und seien Sie geduldig. Auf dem französischen Markt Fuß zu fassen dauert, aber es lohnt sich wirklich. Und letzten Rat, nutzen Sie wirklich die Zeit, die Sie jetzt gerade haben, um Ihre Strategie zu verfeinern, Ihre Webseite und Dokumente zu übersetzen, die richtigen Verkaufsziele und Netzwerke zu identifizieren. Da haben Sie dann wirklich große Chancen auf dem französischen Markt. Liebe Frau de Best, vielen herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Ich sehe, Ihre Kontaktdaten sind jetzt auch eingeblendet. Wir haben schon ein paar Fragen erhalten in der Zwischenzeit und Herr Christian Schierer war so nett, schon vieles zu beantworten. Ich darf Sie bitten, Frau de Best, jetzt noch herinnen zu bleiben. Wir werden im Anschluss noch eine Q&A-Session machen und dann noch weitere Fragen beantworten. Nun darf ich Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unseren zweiten Vortragenden genauer vorstellen. Christian Schierer, Wirtschaftsdelegierter in Paris. Ich darf Sie bitten, jetzt Ihr Bild einzuschalten, Herr Schierer. Er ist es, den Sie bei Ihrem Markteintritt auf jeden Fall ins Boot holen müssen. Denn Herr Schierer hat wertvolle Informationen zur wirtschaftlichen Lage vor Ort und kann Ihnen als Türöffner fungieren. Denn er verfügt genau über jene Kontakte, die Sie vor Ort benötigen werden. Lieber Herr Magister Schierer, Ihre Auslandseinsätze haben Sie schon nach Kairo, London, Seoul und Hongkong geführt. Seit 2016 leiten Sie das Außenwirtschaftscenter in Paris. Wie gefällt Ihnen Frankreich? Also zunächst einmal herzlich willkommen allen unseren Teilnehmern und einen herzlichen Dank dem ICS für die Organisation dieses Seminars. Auch einen herzlichen Dank, Frau de Best, für die exzellente Präsentation. Ich melde mich aus dem Homeoffice. Also derzeit ist Frankreich nicht so lustig. Sie sehen hinter mir den Feuermelder, weil ich in der Küche stehe, weil meine Kids das Internet auch benutzen. Derzeit ist Frankreich sicherlich eine Herausforderung. Frankreich ist das Land, das am meisten leidet, neben Italien, sogar schon vor Italien und Spanien, und wir haben über 80.000 Tote, also derzeit ist es nicht lustig, aber ich bin jemand, der sagt, Frankreich ist so ein wichtiger, so ein großer Markt, der bietet immer Möglichkeiten zu arbeiten und ist ein toller Absatzmarkt für österreichische Unternehmen.
Ich bin selbst halber Franzose und mit einer Französin verheiratet. Das heißt, ein gewisses Heimspiel für mich hier vor Ort. Also Frankreich, ein toller Markt. Und es gibt ja nicht nur Paris, wo ich jetzt gerade sitze, sondern viele andere Regionen, nämlich insgesamt 13, wo sie überall arbeiten können. So, dann würde ich vielleicht vorschlagen, dass wir gleich in die Tiefe hineingehen, uns einmal anschauen. Frau De Bess hat ja schon einiges vorgenommen, was Zahlen anlangt. Vielleicht ganz kurz, weil wir schon dabei waren beim Covid. Ist Frankreich ein Covid-Problemkind? Jein, wir haben eine sehr, sehr hohe Zahl an Todesfällen hier. Es kommt ab dieser Woche wieder zu einem regionalen Lockdown, vor allem im Süden und im Norden von Frankreich. Und Paris soll ab nächster Woche für 2,5 Wochen wieder in einem absoluten Lockdown sein, was natürlich die Arbeit nicht unbedingt erleichtert. Wirtschaftlich betrachtet, was bedeutet das? Also wir haben derzeit, spüren wir eine mangelnde Rekapitalisierung der Banken, das heißt eine hohe Kreditbelastung. Frankreich als solches, als Land ist stark verschuldet, aber auch die Unternehmer, und es gibt sehr viele notleidende Kredite. In den letzten Monaten sind meine Kolleginnen und Kollegen im Außenwirtschaftszentrum der WKÖ hier in Paris sehr damit beschäftigt, Gelder einzutreiben, also Litigationen. Und das macht uns schon ein bisschen Sorgen, was die Eigenkapitalverschuldung oder die Eigenkapitalsituation in Frankreich anlangt. Es gab in Frankreich, und Staatspräsident, der Start-up-Staatspräsident Macron hat ja gleich schnell reagiert, wahrscheinlich schneller als Deutschland sogar, und hat gesagt, er erklärt den Krieg, es herrscht Krieg in Frankreich gegen den Covid, und hat ein Riesenhilfspaket aufgestellt. Das liegt derzeit bei 700 Milliarden Euro, wenn man alles zusammenrechnet. Das ist mehr als in Deutschland. Aber das sind natürlich auch Langfristschulden, und die belasten derzeit Frankreich schon auch. Aber, und es gibt auch Good News, der Einkaufsmanager-Index, das ist so ein Indikator hier in Frankreich der Industrie, der verzeichnet seit 5 Monaten ein Plus. Das heißt, es gibt nicht nur weniger Konkurse, sondern es gibt auch mehr Firmenneugründungen, vor allem in den Kernindustrien in Frankreich. Die Kernindustrien, das wissen Sie, das hat Frau De Bess auch exzellent präsentiert, das ist Automotive, das ist Infrastruktur, der ganze Bereich Aeronautik, selbstverständlich der Luxus und die Hotellerie, die natürlich sehr, sehr stark leiden. Und hier gibt es wieder Zuwächse. Also wir haben im Monatsvergleich 2% Zuwachs, das ist natürlich nicht sehr viel. Wir waren vor Covid bei 9% und Frankreich war eigentlich so der TGW in der Europäischen Union, was das Wirtschaftswachstum anlangt, und hat die schnaufende Dampflok Deutschland hinter sich gelassen. Das ist ziemlich in Stottern gekommen, weil nämlich Deutschland viel mehr exportabhängig ist als Frankreich, und das war für Deutschland ein größeres Problem als für Frankreich selbst. Zum Startup-Boom vielleicht eine kleine Ergänzung, wenn Sie mir erlauben, Frau De Bess. Ja, die Station F, die gibt's. Das ist der weltweit größte Inkubator, hochinteressant, und ist so eine Auslagenscheibe sozusagen für den Staatspräsidenten Macron. Derer gibt es, dieser Startup-Hubs in Paris alleine 200, und es gibt einen regelrechten Startup-Boom hier und Unternehmensgründungsboom. Man möge es nicht glauben, aber allein im letzten Jahr wurden 848.200 Unternehmer gegründet. Das ist enorm, und es gibt auch extrem viele Förderungen in diesem Bereich. Frankreich profitiert auch gewaltig vom Brexit und konnte sehr, sehr viel an Investitionen für sich generieren, und vor allem die Verschiebung auch von Banken nach Paris. Und Frankreich ist die Nummer eins, was FDIs in Europa anlangt. Ich will Sie jetzt nicht mit zu vielen Zahlen belasten, was die Förderungen anlangt, aber seien Sie versichert, dass Sie in Frankreich sehr, sehr hohe Förderungen bekommen, wenn Sie ein Unternehmen hier gründen, wenn Sie sich niederlassen und wenn Sie Leute anstellen, wesentlich mehr als in euren anderen europäischen Ländern. Und wenn Sie dann auch noch im Forschungs- und Entwicklungsbereich drinnen sind, dann bekommen Sie über 30% an Förderungen vom Staat, was natürlich eine tolle Geschichte ist. Die Wirtschaftsbeziehungen zu Österreich vielleicht noch, fünftwichtigster Exportmarkt. Wir haben knapp 470 österreichische Niederlassungen, die sich so aufteilen, ein Drittel im Ballungsraum Paris, wobei die Tendenz weiter hinausgeht in die anderen Regionen. Wir vermerken, dass viel mehr hinuntergeht ins Rhontal, das ist
bei Lyon, also wo Frau Debes sitzt, dort kommen sehr, sehr viele Investitionen hinein, aber auch in den Süden von Frankreich, wo verstärkt Italien und Spanien aus bearbeitet wird. Die Exporte sind um 9% hinuntergegangen seit Covid. Wir sind mit einem blauen Auge eigentlich davon gekommen im Vergleich zu anderen Ländern, die im zweistelligen Bereich sind. Wo wir am meisten gelitten haben, das war der Maschinenbau, das waren die synthetischen Fasern, aber auch Stahl- und Eisenprodukte, vor allem im automotiven Bereich, weil der automotive Bereich sehr, sehr stark hinuntergegangen ist. Nichtsdestotrotz glauben wir sehr, sehr stark an diesen Markt. Das ist immerhin die zweitgrößte Volkswirtschaft in der Europäischen Union. Und es sprechen ja jetzt schon mehr Leute Französisch in der Europäischen Union als Englisch. Das ist so ein kleiner Sidekick auf Großbritannien, das ja nicht mehr der Europäischen Union ist und nur noch Malta und Irland englischsprachige Länder sind. Zur Sprache noch eine Ergänzung vielleicht. Ja, Frankreich spricht Englisch. Die Jugend spricht Englisch, aber, und ich stimme da absolut überein mit Frau Debes, Sie müssen Ihre Unterlagen, Ihre Firmenunterlagen in französischer Sprache haben und bitte nicht Google Translate. Damit schaffen Sie sich sicherlich keine Freunde hier und Sie werden kaum hier Absatzchancen, die Sie sicherlich haben, in diesem Markt wahrnehmen können. Wir machen 2021 insgesamt 23 Veranstaltungen. Das ist etwas weniger als im normalen Jahr. Im neuen Jahr haben wir ca. 50, also jede Woche eine Veranstaltung zu Frankreich. Ein Großteil davon ist virtuell, aber es gibt auch sehr, sehr viele Seminare. Wir haben sehr viele Videofilme gemacht zu verschiedenen Themen, ob das jetzt Lebensmittelbereich ist, ob das der Bereich E-Commerce ist oder Industrie. Die finden Sie alle auf unserer Homepage auf wko.at/abo/fr. Wo sind die Chancen? Und ich muss mich leider kurz fassen. Die Chancen, die wir derzeit sehen, der automotive Markt steigt wieder an, vor allem aber der Bereich Bauinfrastruktur. Vergessen Sie nicht, in Paris findet derzeit die größte Baustelle Europas statt. Das war ja bis vor einigen Jahren Berlin, aber ist jetzt Grand Paris. Paris, es werden alleine 6 neue U-Bahn-Linien gebaut und neue Stadtvierteln. Dazu kommen noch, und öffnen Sie das Fenster wieder, die Olympischen Spiele 2024, die in Paris abgehalten werden. Und, weil schon einige Fragen im Chat waren, Nahrungsmittel, Bio-Nahrungsmittel, und man möge es kaum glauben, Österreich exportiert Käse nach Frankreich und generell sind österreichische Nahrungsmittel extrem stark nachgefragt, vor allem weil sie bio sind und weil sie von hoher Qualität sprechen. Ja, vielleicht noch was zur Flugzeugträgerfunktion. Wenn Sie nach Frankreich kommen und wenn Sie schon Ihre Dinge übersetzen lassen müssen oder wollen, dann nützen Sie erstens einmal unsere Go International Initiative und die Services des ICS in der Steiermark. Da haben Sie wirklich eine ganz, ganz tolle Plattform. Da sollten Sie sich wirklich überlegen, gemeinsam mit diesem Team die ersten Schritte zu machen. Das tun Sie ja ohne dies schon. Und das Zweite ist natürlich auch, wenn Sie alles übersetzt haben, dann denken Sie nicht nur Frankreich. Sie können von Frankreich aus, knapp 20% der Niederlassungen tun das schon, Frankreich, Belgien, die französischsprachige Schweiz, aber auch den gesamten Bogen der Levante, also sprich von Marokko über Algerien, betreuen. Und das hat schon einen ganz, ganz tollen Effekt, weil sie einen Mitnahmeeffekt, weil sie natürlich mit einer Sprache viel mehr Unternehmen erreichen können. Das Französisch wird überhaupt, also in 32 Staaten gesprochen, und Sie erreichen über 320 Millionen Personen damit. Also investieren Sie ein bisschen Zeit und Geld in Ihre Webpage und in Ihre Produktkataloge. So kommen Sie mit Sicherheit gut nach Frankreich und die Chancen sind wirklich gewaltig. Man ist auch hier bereit, mehr Geld auszugeben als in den Schnäppchenmärkten Österreich, Deutschland oder Schweiz, weil man hier die Profit Margin etwas höher ansetzen kann. Franzosen sind bereit, mehr Geld auszugeben für hochqualitative Produkte.
Ja, also das war es jetzt einmal von meiner Seite, was Frankreich anlangt. Ich biete Ihnen auch an, sollten Sie ein junges Start-up-Unternehmen sein oder überhaupt ein Jungunternehmerin oder Jungunternehmer sein. Wir haben einen eigenen Start-up-Hub, eine Landing-Zone im Außenwirtschaftscenter in Paris. Das steht Ihnen für 2, maximal 3 Monate gratis zur Verfügung. Derzeit natürlich auf Covid-Situation nicht möglich, aber wenn Sie Lust und Laune haben und Sie suchen ein Büro mit Infrastruktur, nicht nur jetzt ein Büro mit Drucker und PC, sondern auch mit Know-how, nämlich unsere Fachmitarbeiter und unser Netzwerk, dann können Sie sehr, sehr gerne darauf zurückgreifen. Ich sehe, dass ich mich ein bisschen reduzieren soll. Ich sage mal herzlich danke für Ihr großes Interesse. Würde mich sehr, sehr freuen, die eine oder den anderen in Paris treffen zu können. Ein großes Dankeschön ans ICS, an Frau Debes für die Einladung. Und ich würde sagen, dass wir jetzt noch ein paar Minuten haben für Q&As, wenn ich das richtig sehe. Vielen herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Ich glaube, wir haben jetzt wirklich einiges gehört, warum man den französischen Markt nicht unbearbeitet lassen sollte. Und wir haben uns im ICS ein paar Gedanken gemacht, wie wir Sie unterstützen können und Ihnen diesen Markteintritt so einfach wie möglich gestalten können. Meine liebe Kollegin Christina Rupp wird Ihnen nun mehr dazu erzählen, welche Leistungen wir in unserem Programm vorgesehen haben. Vielen Dank, Karin. Ja, ich freue mich nun, Ihnen unser Coaching- und Trainingsprogramm ein bisschen näher vorstellen zu können. Sie können sich unser Programm wirklich als Komplettpaket für Ihren Markteintritt oder auch Marktausbau in Frankreich vorstellen. Egal, ob Sie neu am Markt sind oder vielleicht das erste Mal, also ob Sie neu am Markt sind, vielleicht sogar das erste Mal erst exportieren und sich schon den französischen Markt dafür aussuchen oder ob Sie schon präsent sind am französischen Markt und vielleicht ein neues Produkt einführen möchten oder vielleicht einfach Ihre Präsenz verstärken möchten. Das Wichtigste ist, dass Sie in Frankreich so richtig durchstarten möchten. In allen diesen Fällen sind Sie ein perfekter Kandidat für unser Programm. Ja, unser Leistungsangebot, wie der Name schon sagt, besteht aus Trainings, unseren Export Academies. Ich glaube, eine Bezeichnung, die viele von Ihnen schon kennen. Wir bieten das ja schon seit längerer Zeit an und nun auch speziell im Frankreich-Programm. Es werden Webinare sein, so wie heute, aber natürlich auch Seminare in Präsenz, sobald das wieder möglich ist. Das Paket wird abgerundet durch Coaching-Leistungen, also Coaching-Tools, typische Beratungsleistungen. Damit haben Sie wirklich ein Komplettpaket für den Markteintritt oder Ausbau in Frankreich. Nun möchte ich mit Ihnen einen genaueren Blick auf unsere Trainings werfen. Sie sehen da als erstes den Export Schritt für Schritt, ein Modul für Exporteinsteiger, aber auch die Marktanalyse. Hier steht die strategische Herangehensweise bei der Marktauswahl und davor auch bei der Marktanalyse im Fokus. Das Thema Vertrieb ist ein sehr operatives, aber sehr wichtiges, wie wir heute zum Teil schon gehört haben. Wir möchten dazu wirklich ein tiefergehendes Modul anbieten, wo Sie sich noch einmal genau damit beschäftigen können, wie Sie Geschäftspartner vor Ort finden, welchen Vertriebskanal Sie wählen und noch vieles, vieles mehr. Der Werbemittelcheck ist ein Modul. Ich glaube, wir haben es heute schon einmal gehört. Ihre Unterlagen müssen auf Französisch vorliegen, damit Sie erfolgreich durchstarten können. Beim Werbemittelcheck bringen Sie Ihre eigenen Werbeunterlagen, Broschüren oder auch Ihren Webauftritt mit ins Modul und unsere Experten werden Ihre Unterlagen auf Herz und Nieren prüfen und damit sind Sie im Außenauftritt wirklich sattelfest. Die letzten beiden Module sind auch wieder sehr stark auf den französischen Markt abgestimmt. Einmal Markteintritt Frankreich, hier werden Sie auch wieder das Vergnügen mit Herrn Schirer haben. Und ein Thema ist noch das interkulturelle Training, das schon auf die Delegationsreise nach Frankreich vorbereiten soll. Dazu aber gleich mehr in den Coaching-Tools.
Ich starte wieder ganz oben beim Export-Fit-Check, wieder ein Tool für Export-Neulinge. Hier können Sie Ihre Export-Fitness überprüfen lassen, herausfinden, wo es noch Potenzial gibt, wo Sie ansetzen sollen. Und dann geht es auch schon weiter mit der Beratung zur Marktanalyse. Eine tolle oder super kombinierbar mit dem Export Academy Modul zum gleichen Thema. Hier einfach noch einmal eine vertiefende Übung. Sie können das Wissen, das Sie im Training erworben haben, gleich in die Tat umsetzen. Und ich mache jetzt noch weiter mit dem Export Business Plan, obwohl es nicht als nächstes an der Reihe ist in der Aufzählung. Der Export Business Plan ist ein Tool, das Sie über das ganze Programm begleiten soll. Sie sollen Wissen anhäufen aus den Trainings und auch einiges aus den Coachings mitnehmen und damit stetig an Ihrem Businessplan für Frankreich arbeiten. Also bevor Sie den Businessplan abschließen und losstarten am französischen Markt, können Sie sich noch Expertenfeedback einholen und dem Ganzen sozusagen den Feinschliff verpassen. Das nächste ist die Follow-up-Beratung. Sie können sich zu einem Export Academy-Modul eine einstündige Expertenberatung dazu buchen. Das steht Ihnen frei, welches Thema Sie sich dafür aussuchen. Damit können Sie einfach ein Thema noch einmal genauer und intensiver mit einem Experten individuell auf Ihr Unternehmen abgestimmt besprechen. Die letzten beiden Coaching-Tools, die ich Ihnen vorstelle, sind Netzwerkaktivitäten. Hier haben wir einmal die bereits erwähnte Reise nach Frankreich. Die wird uns nach Südfrankreich führen. Ich glaube, der Herr Schirer hat es einmal so nett gesagt, das Silicon Valley in Frankreich, also wirklich ein spannendes Thema, kombiniert mit einem B2B-Event. Und das Gleiche soll es dann noch einmal mit einem Rückbesuch in die Steiermark geben. Wir wollen eine Delegation in die Steiermark holen, wo Sie dann wieder bei einem großen B2B-Event an Ihren französischen Kontakten arbeiten können. Ja, nun habe ich Ihnen das Angebot kurz vorgestellt. Ziel des Ganzen ist wirklich, dass Sie sich Ihr individuelles Paket schnüren. Programmvoraussetzung ist, dass Sie sich zwei Trainings aussuchen, das steht Ihnen frei, welche Sie wählen, und auch vier Coaching-Tools. Das ist dann einfach Ihr Komplettpaket. Natürlich können Sie auch mehr Leistungen buchen, das sind die Mindestvoraussetzungen. Und ja, wie schon gesagt, das ist wirklich dann Ihr individuelles Paket, mit dem Sie in den französischen Markt neu starten oder Ihren Marktauftritt ausbauen können. Und ich hoffe, das war für Sie jetzt so interessant, dass Sie unbedingt wissen wollen, wie Sie sich bewerben können. Ich glaube, es wurde schon einmal erwähnt, Sie starten mit einem Erstgespräch bei Karin Hölbling oder mir und füllen uns den LOI aus, die Interessensbekundung. Sie finden die Datei zum Download auf unserer Website und dann geht's auch schon los. Ja, ein Punkt, der mir noch bleibt, ist, dass das Angebot leider begrenzt ist, weil wir es zum Großteil kostenlos anbieten können. Also an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, sichern Sie sich Ihren Fixplatz und ich freue mich auf die ersten Gespräche und darf jetzt wieder an Karin Hölbling übergeben. Liebe Christina, vielen Dank. Liebe Teilnehmer, ich hoffe, wir konnten Ihnen die Angebote schmackhaft machen. Fragen im Chat wurden, soweit ich gesehen habe, schon sehr zahlreich beantwortet. Ich würde jetzt bitten, dass sich die beiden Vortragenden noch einmal dazuschalten. Ich hätte da eine Frage gesehen, die ich auch gerne an die Frau de Bes stellen würde. Frau de Bes, trotz der aktuellen Situation, Covid und ähnliches, sehen Sie es als einen guten Zeitpunkt, um in Frankreich einzusteigen? Ich glaube, Herr Schirer hat schon diese Fragen ein bisschen geantwortet. Ja, sicherlich. Es ist den richtigen Zeitpunkt. Man sieht
immer mehr Firmen, die sich in Frankreich entwickeln, die richtige Chancen haben. Es ist auch wirklich den richtigen Zeitpunkt, neue Märkte zu entwickeln. Ich würde sagen, es ist auch den richtigen Zeitpunkt, sich mit die gesamte Strategie zu kümmern. Welche Vertriebskanäle da wir in Frankreich haben, die Marketingunterlagen zu bearbeiten. Und es gibt auch viele Bereiche, die trotz der Situation auch Wachstum anbieten. Ich denke am Lebensmittelbereich, am Retailbereich. Da haben Sie wirklich verschiedene Wege. Wir haben auch vor kurzem mit einer Firma gearbeitet, die machen so Vorhänge für Moskitos. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Moustiquaire, keine Ahnung, so Vorhänge. Und da Anfang hatten wir gedacht, ja, das sind Möbelzubehöre, wird bestimmt schwierig jetzt gerade mit der Lage in Frankreich. Aber das hat wunderbar funktioniert. Die sind jetzt bei Brico Depot und vier anderen großen Plattformen. Es gibt wirklich sehr gute Chancen und die muss man jetzt auch nützen. Vielen Dank. Lieber Herr Magister Schierer, Sie sind ja laufend in Kontakt mit den österreichischen Niederlassungen vor Ort. Wie sehen die das? Also haben die ein gutes Gefühl für die Zukunft? Wie geht's Ihnen? Ja, danke für die Frage. Absolut. Wir führen ja jedes Jahr ein sogenanntes Unternehmerumfrage unter den Niederlassungen hier in Frankreich durch. Interessanterweise, die letzte Umfrage ist vor circa 3 Wochen gewesen, ist es ein positives Stimmungsbild, das gezeichnet wird. Also man glaubt sehr an eine rasche Erholung Frankreichs. Man glaubt auch daran, dass Frankreich besser gerüstet war und ist, als wirtschaftlich zumindest, als andere europäische Länder. Also ich kann nur jedem sagen, ja, also gehen Sie in den französischen Markt, der zweitgrößte in der Europäischen Union, lassen Sie ihn nicht links liegen, ist sicherlich ein Markt, der ein großes Potenzial hat. Und vielleicht, wenn Sie mir erlauben, ganz kurz eine Anmerkung, weil ein paar Fragen zum Lebensmittelbereich waren. Wir haben am 4. März ein eigenes Webinar zum Thema der französische Bio-Lebensmittelmarkt. Wir haben dann auch noch die digitalen Beratungstage am 29. März und zum Thema Maschinen, Anlagen am 12. März und zum Thema Bereich Bauen, The Future of Building, am 23. März. Und dann haben wir noch ein Bausektor-Seminar am 31. März. Also Sie sehen, alleine der März bringt schon einiges an Inhalte und wir würden das nicht produzieren, weil uns nur fad ist, sondern weil die Nachfrage tatsächlich da ist. Das heißt, sehr positive Grundstimmung. Das klingt gut. Vielen Dank. Das ist auch ein wichtiger Hinweis für alle, immer die Außenwirtschaftsseite gut im Blick zu behalten und die aktuellen Veranstaltungen dort. Einiges davon wird ja auch von uns mitbeworben, also bitte auch auf der ICS-Seite immer wieder unter Veranstaltungen schauen. Ich sehe da jetzt noch eine weitere Frage, nicht ganz zum Bereich Lebensmittel, sondern in Richtung Nahrungsergänzungsmittel. Besteht hier ein aussichtsreicher Trend in Richtung Nahrungsergänzungsmittel bzw. Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke? Lieber Herr Magister Schierer, können Sie uns da, möchten Sie da was dazu sagen? Also Nahrungsergänzungsmittel sind sehr, sehr stark reglementiert in Frankreich. Frankreich ist das Land des Essens sozusagen und man achtet sehr darauf, hohe Qualität in den Markt hineinzubringen. Andererseits wiederum ist Frankreich, was die Grand Distribution, also den Großvertrieb von Nahrungsmitteln anlangt, wahrscheinlich Weltmeister und schafft es sehr viele innovative neue Produkte sehr, sehr rasch in den Markt hineinzubekommen. Nahrungsergänzungsmittel sind ein großes Thema, da ist Österreich sehr, sehr stark und wir müssen uns genau anschauen, ob sie registrierungspflichtig, anmeldungspflichtig sind oder nicht. Hanfprodukte zum Beispiel sind in Frankreich nicht registrierungspflichtig, aber Nahrungsergänzungsmittel mit Mineralien zum Beispiel da schon. Da würde ich einfach vorschlagen, eine kurze E-Mail an Frau Debes oder an unser Büro und wir schauen uns das sehr, sehr gerne gemeinsam an. Frau Debes, vielleicht haben Sie noch was dazu. Für Nahrungsergänzungsmittel haben Sie auch sehr viele französische Firmen, die
sehr stark sind, also wie zum Beispiel Arcopharma, die sind halt auch in diesem Bereich. Da haben Sie zwei verschiedene Zielgruppen. Da haben Sie sowohl die großen Supermärkte, aber da haben Sie auch den Pharmaziebereich, die Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel mit so ein bisschen Medizinaspekten. Und da, also mit diese großen Ketten wie Carrefour, Leclerc oder Intermarché, da arbeiten sie immer direkt da. Die haben sehr große Einkaufszentralen, da müssen sie immer direkt arbeiten. Aber mit medizinisch, Pharmaindustrie und so weiter, da müssen sie eher mit einem Partner, einem Händler oder einem Distributor arbeiten, der auch vor Ort ist und die verschiedene Pharmazie besichtigen kann und die Produkte auch vor Ort vorstellen. Also das sind zwei verschiedene Wege, kommt wirklich darauf an, was Sie auch für Produkte anbieten und wie Sie sich dann in Frankreich positionieren. Vielen Dank. Es läuft uns leider langsam die Zeit davon. Ich möchte mich an dieser Stelle bei den beiden Vortragenden, Frau de Bes und Herrn Schierer, ganz, ganz herzlich für Ihren Beitrag bedanken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.